Zur Freiheit hat der Christus uns befreit. Das ist ein großartiges Wort, liebe Schwestern und Brüder, des heiligen Paulus aus dem Galaterbrief. Es ist ein Wort und manchmal wird es sogar so verwendet, dass wie eine, na sagen wir, eine flotte Parole einer Kampagne klingt. Das wird sich auf Wahlplakaten gar nicht so schlecht machen. Und es gibt durchaus ähnliche Parolen, die ein wenig daran erinnern, vor vielen Jahrzehnten, Freiheit oder Sozialismus. Da haben wir unser Stichwort. Zur Freiheit hat der Christus uns befreit. Das ruft Paulus hinein in eine ganz spezifische Situation in seiner Gemeinde, die er gegründet hat im fernen Galatien. Dort hat er das Evangelium verkündet. Und er ruft dieser Gemeinde in Erinnerung, und wenn da andere Kreaturen herbeikommen und selbst wenn das Engel wären und euch etwas anderes erzählen als das Evangelium, das ihr von mir gehört habt, dann sei diese Kreatur verflucht. Paulus sagt das ein paar Mal. Also es geht hier um etwas. Was ist die Situation? Spezifisch ist die Situation deshalb, weil sie so schnell nicht wieder in der Kirchengeschichte auftauchen wird. Es sind Missionare in diese Gemeinde des Paulus eingedrungen, die den Menschen erklärt haben, ja, der Paulus ist ein bisschen liberal. Der sagt, ihr könnt Christen sein, ihr könnt zu Christus gehören, ohne die Observanz der Juden zu beachten. Das heißt, ihr könnt das sein, sagt Paulus, ohne beschnitten zu werden, ohne die volle Verpflichtung des Gesetzes der Tora auf euch zu nehmen. Aber das ist nicht wahr. Ihr müsst da zuerst hindurch. Und dann könnt ihr Christen werden. Und dann, Paulus läuft zur Hochform auf. Wir wissen das aus anderen Texten. Weil das ist das, für das er gekämpft hat. Er, der selber ausgebildeter Pharisäer ist, der seit Kindesbeinen an Jude ist. Er weiß, wofür er kämpft. Er sagt, es gibt eine Freiheit in Christus. Nicht, als würde er sozusagen die Tora einfach beiseite schieben, sondern wie es Jesus in der Bergpredigt, aus der wir eben einen Ausschnitt hörten, sagt. Wer eines von den kleinsten Geboten oder auch nur ein Jota ändert, der wird im Himmelreich der Kleinste sein. Jesus kann das sagen, weil er selber Tora Gottes ist, Wort Gottes, Weisung Gottes in seiner Person. All das, was im Gesetz in der Tora ausgesagt ist, ist Jesus. Also wie kann es neben ihm dann noch etwas anderes geben? Das ist nicht möglich, sagt Paulus. Wer Jesus folgt, hat das. Und wir sehen schon an dieser kleinen Erklärung, dass sich diese Parole gar nicht so sehr eignet nach dem Motto Kirche der Freiheit, weg mit den Regeln, mit so komischen Geboten und solchen Dingen. Das ist relativ neu, überhaupt relativ neu in der Welt. Wir haben das letzte Woche bereits entdeckt. Es kommt von Leuten, deren Namen wir gut kennen. Das sind die üblichen Verdächtigen des 19. Jahrhunderts. Nietzsche, Feuerbach, Marx. Letzte Woche hörten wir diese Aussage von Marx. Ich möchte selber entscheiden und dann bin ich frei, wenn ich morgens jagen gehe und abends fischen oder so. Meine freie Entscheidung. Freiheit ohne Bindung. Freiheit, die irgendwie doch offenbar in der Luft hängt. Über welche Freiheit, und das ist unsere Frage heute Abend, liebe Schwestern und Brüder, über welche Freiheit reden wir denn dann? Wir können uns kaum vorstellen, aber es ist wichtig, dass wir das noch einmal an uns heranlassen, welches Aufatmen in der Antike damit verbunden ist, welche Freiheit hier Paulus wirklich in die alte Welt hineinrufen kann, für Menschen, die einen unglaublichen Druck haben, einen Druck durch das, was wir Schicksal nennen. All die Stichworte, merken Sie das auch, wenn ich das sage, die alle wieder auftauchen. Das Karma und das Kismet und sowas. Wie viele Leute geben diesem Unsinn auf den Leim heute?
Wie viele Leute beugen sich jeden Morgen über das Horoskop in der Zeitung, das sich irgendeiner ausdenkt, damit sich Hausfrauen glücklich fühlen und alle, die in ihrer Spur sind. Nichts gegen die Hausfrauen, um Gottes Willen. Ich wollte gar nicht wissen, wie viele andere das viel mehr tun als Hausfrauen mit gesundem Menschenverstand. Der Mensch der Antike ist von all diesem Druck geprägt. Er weiß, er hat ein Schicksal, dem er nicht entrinnen kann. Er ist ausgeliefert irgendwelchen Götterfiguren, die ihr Spielchen mit ihm treiben. Und wenn es irgendeine kleine, schmale Tür gibt, diesem ganzen schrecklichen, unsinnigen Schicksal zu entrinnen, dann geht das nur über die Mysterien und das ist nur für Eingeweihte und eine ganz kleine, auserwählte Gruppe. Und der Rest schaut in die Röhre seines Schicksals, das blind ist und blind wütig ist. Was es bedeutet, wenn Paulus dieser Gemeinde in Galatien zuruft, nicht nur im Blick auf die Tora und die alttestamentliche Observanz, sondern generell auf das Verständnis des Menschen, um das es uns immer geht, wenn wir über Freiheit reden, über die christliche Sicht des Menschen, die, und darüber werden wir noch nachdenken, eine Wahrheit, die Wahrheit des Menschen ist. Was es bedeutet, wenn Paulus ruft, Christus hat euch die Freiheit geschenkt. Das ist nicht in erster Linie zunächst, zu Zeiten des Paulus ist die Sklaverei nicht abgeschafft worden, aber stark relativiert. Und es wird das christliche Menschenbild sein, von dem heute so oft gesprochen wird und keiner weiß, was darunter zu verstehen ist. Allen voran unsere Politiker, die sich so nennen. Ich erschrecke immer, wenn die von christlichem Menschenbild reden. Die wissen überhaupt keine Ahnung, was das heißt. Keine. Null. Und werden dann noch mit Preisen ausgezeichnet, weil sie Politik von der Kirche, weil sie Politik im Sinn des Christentums machen. Na, gute Nacht. Es ist nicht so einfach. Man muss zuerst einmal darüber nachdenken. Wir können nicht einfach billig von irgendwelchen Werten daherplappern, die natürlich auf dem Boden des Christentums gewachsen sind, aber wo wir den Hintergrund oft verloren haben. Auf dem Hintergrund dessen, was die Freiheit, die Paulus verkündet, entwickelt als Sicht des Menschen, fällt die Sklaverei irgendwann später. Gar nicht so lange hin, aber nicht direkt. Denn Paulus hat weniger soziale Revolution im Sinn. Dafür ist diese Welt viel zu vorläufig. Diese Welt ist relativ, auch mit ihren Ordnungen. Vollkommen relativ. Und wir merken, wie sehr sich bei uns schon die Maßstäbe verschoben haben. Wir setzen diese Welt absolut. Ja, wer weiß schon, was nachher kommt. Paulus sagt im Philipperbrief, unsere Heimat ist im Himmel. Das ist unser Politeuma, unsere Bürgerschaft. Wir könnten sagen, unser Wahlbezirk, um den wir uns kümmern müssen. Dort, jenseits, nicht hier. Das ist alles vorläufig, alles relativ, steht alles zur Disposition, kann morgen vollkommen anders sein als heute. Und so ist es ja auch. Also das ist nicht die erste Stoßrichtung, sondern die Stoßrichtung ist immer, wenn Paulus von Freiheit spricht, die Sicht des Menschen. Und wir müssen das Aufatmen hören. Und leider Gottes haben wir uns ja davon verabschiedet, alte christliche Texte zu lesen. Brauchen wir ja nicht mehr. Wir haben ja an seinem Grün. Wer braucht noch alte christliche Texte? Wir haben ja andere ganz wichtige Autorinnen und Autoren, die Regale füllen, die uns ganz wahnsinnig tolle Sachen schreiben. Wer liest noch alte Texte? Das ist ein Fehler, dass wir das nicht tun. Denn wir sehen in diesen alten Texten ein Glänzen, eine Freude hören wir doch daraus aus diesen alten Texten, etwa der Kirchenväter. Was es bedeutet, diese Freiheit auszukosten und worin sie besteht. Also worin besteht sie denn? Zur Freiheit hat der Christus uns befreit. Die Freiheit, von der Paulus spricht, ist die Freiheit, dass wir den Menschen so sehen, wie er ist. Und die Väter sagen, man kann vom Menschen gar nicht groß genug denken. Auch das
haben wir, nachdem wir die Texte nicht mehr lesen, schnell vergessen. Wir sehen Kirche als eine moralinsaure Instanz. Denn es ist das Merkwürdige. Die Väter, sagen wir die patristische Periode, das Mittelalter wird nicht müde, immer wieder diese Würde des Menschen zu betonen, weil er nach dem Abbild Gottes geschaffen ist. Man kann gar nicht höher vom Menschen denken, von seiner Größe, seiner Schönheit, seiner Freiheit. Ein Abbild Gottes. Die ganze Tradition wird gar nicht müde, davon zu reden. Und dann geschieht ein merkwürdiger Bruch in dem, was wir Neuzeit nennen. Das klingt so toll für uns, weil wir alles Neue ja ganz berauschend finden. Der gleiche Mensch, der sich vorher traut, endlich zu atmen, frei zu sein von diesem ganzen Druck, entdeckt plötzlich, ich bin unfrei. Und zwar genau durch den, der sagt, er hat mich frei gemacht. Und der erste Schritt, und wir wissen, dass es nicht die Absicht Martin Luthers war, aber die massive Infragestellung der Reformation, der Kirche als Institution, hat es zur Folge, alle Institutionen infrage zu stellen, allen voran die Kirche. Und am Ende, und das geschieht im 19. Jahrhundert mit den berühmten Namen, die ich eben genannt habe, sich Gottes zu entledigen und sagen, wenn der abserviert ist, wenn wir den endlich gekillt haben aus allem heraus und wir denken, wir reden über das 19. Jahrhundert, liebe Schwestern und Brüder, wir reden über hier und heute, wir reden über unsere Verfassungen, wir reden über die Gesetzestexte, die uns heute vor die Nase gesetzt werden, von denen, die wir gewählt haben. Darüber reden wir. Und die das dann manchmal noch im Namen des christlichen Menschenbildes tun. Wo in der europäischen Verfassung kein Platz für Gott ist, darüber reden wir. Jetzt, hier, in dieser Verfassung. Darüber reden wir. Über die Mehrheiten dieses Parlaments, die solches beschließen. Darüber reden wir. Die genau das vollziehen, was das 19. Jahrhundert tut. Diese Vordenker. Wenn Gott beseitigt ist, dann, erst dann kommt der Mensch zu seiner wahren Größe. Dann kann er loslegen. Dann kommt er erst aus sich heraus, weil der letzte Deckel, der ihn da oben irgendwie begrenzt hat, weil der weg ist. Ja. Das beschließen Abgeordnete, liebe Schwestern und Brüder, nachdem sie die beiden großen Katastrophen des 20. Jahrhunderts besichtigen konnten, die ihre Rechnung ohne Gott gemacht haben. Der Arbeitermensch in den Kolchosen. Toll. Können wir die Millionen zählen, die ein Stalin und ein Mao auf dem Gewissen haben? Wir Deutsche können die anderen Millionen gut zählen. Und wir tun gut daran, sie genau zu zählen. Der germanische Mensch, der keinen Gott braucht. Toll. Wir können das besichtigen. Wir haben das erfahren. Wir leiden bis heute darunter und wir stimmen dann so ab. Und sagen heute noch, dumm wie wir sind, wir brauchen Gott eigentlich nicht. Lasst ihn weg, wer braucht ihn? Der begrenzt uns. Das, liebe Schwestern und Brüder, ist nichts anderes, als was diese Bewegung von Anfang an war. Ein direkter Weg in eine neue Versklavung. Und wir sehen das. Wir denken, wir sind frei, so. Wer ist frei in seinen Entscheidungen? Wer ist frei, so zu leben, wie er möchte? Wer wird nicht beeindruckt von der Nachbarschaft, einem Druck, den eine Werbung auf uns macht, den Medien auf uns aufüben? Eine ganz aggressive Konsumstrategie, was wir alles zu benutzen haben, wie wir zu leben haben, was wir ein- und auszuschalten haben und wann und wie. Toll, wir können das jetzt übers Handy. Ja, das ist doch eine Errungenschaft der Menschheit, oder? Ich kann übers Handy den Rollladen rauf und runter machen zu Hause. Na bitteschön, das ist doch mal das wahre Menschsein. Der Kühlschrank sagt mir, wenn die Butter fehlt, und zwar von sich aus, ich muss gar nicht mehr schauen. Na, das ist doch wirklich, das ist doch sozusagen der Höhepunkt der menschlichen Kreatur. Und wir sind ja noch nicht am Ende angekommen. Idiotie ist das, liebe Schwestern und Brüder, nichts anderes. Reine Idiotie. Reine neue Sklaverei.
Wir können das sehr schnell rational klar machen. Aber ob wir anders handeln? Wie? Es gibt sehr konkrete Wege. Und ich finde das Evangelium ist natürlich immer hilfreich, aber es ist auch heute Abend in unserem Kontext hilfreich, obwohl wir die Galaterstelle ja nicht gelesen haben und die Predigtthemen auch nicht ausgesucht sind nach den Schrifttexten. Und doch gehört es immer zusammen. Was bringt uns Jesus heute Abend bei, in diesem uns durchaus vertrauten, wenn auch vielleicht nicht angenehmen Abschnitt aus der Bergpredigt? Es sind wieder die Väter, die uns in diesem Zusammenhang helfen. Die Väter betonen so sehr, dass man in der Nachfolge des schlechthin Sanftmütigen sanftmütig sein muss. Und wir haben nicht mehr die Situation, die hatten die Väter auch nicht mehr, die Situation von Galatien, dass die Leute massenhaft sozusagen eine jüdische Observanz befolgen wollen und damit das Christentum verfälschen oder entstellen. Aber es besteht dennoch eine Gefahr, weshalb dieses Paulus-Wort uns bis heute bewegt und bis heute zu uns spricht. Zur Freiheit hat der Christus uns befreit. Und die Väter üben das in einer ganz bestimmten Weise ein, indem sie sagen, wenn du diese Freiheit wirklich haben willst, dann musst du daran arbeiten, dich von deinen Leidenschaften zu befreien. Oh, jetzt kommen die ersten Einwände. Aber Leidenschaft ist doch was Gutes. Wir sind ein Ehepaar, das sich leidenschaftlich liebt, da ist doch hoffentlich nichts gegen zu sagen. Oder ich tue mit Leidenschaft meine Arbeit. Das wollen Sie doch jetzt nicht schlecht machen. Was die Väter mit den Leidenschaften meinen, ist immer, dass sich auf eine gute Tugend etwas Schlechtes setzt. Dämonen, sagen sie, entstellen immer das Gute. Denn das Böse hat ja an sich keine Existenz. Das ist auch etwas sehr Wichtiges, was wir zu lernen haben von den Vätern. Es zeigt sich immer nur in schlechten Auswirkungen. Was ist das Positive? Das ist leicht zu sagen, was Jesus meint, wenn er sagt, bevor du da vor Gericht ziehst, versöhne dich. Es muss die Liebe sein, die uns da anspornt. Aber was ist das, die Untugend sozusagen? Und das ist etwas sehr Konkretes, das wir mitnehmen können. Dass wir lernen, eine sehr beherrschende Leidenschaft im Zaum zu halten und zurückzuweisen, den Zorn. Den Zorn. Und ich weiß, als Prediger muss ich an diesem Punkt sagen, wenn Petrus über Paulus spricht, spricht Petrus über Petrus, wie Spinoza das mal ausgedrückt hat. Wenn du den Zorn beherrschen lernst, weist du alle anderen Dämonen zurück, sagt einer der Väter aus der Wüste. Vielleicht nehmen wir das ganz konkret mit und wir werden merken, dass das unser Leben verändert. Wir werden merken, dass wir der Freiheit, von der Paulus spricht, ein Stück näher kommen. Denn das ist das, was wir sozusagen ja letztes Mal schon mitgenommen haben und was wir heute nur noch einmal vertiefen können. Freiheit ist an ein Maß gebunden, das Maß der Wirklichkeit, an die Wahrheit. Freiheit zur Selbstzerstörung oder Zerstörung des anderen. Wir haben das eben gehört, das fängt mit so kleinen Sachen an, mit diesen kleinen Zornesausbrüchen. Dummkopf, gottloser Narr. Wie oft benutzen wir sowas? Oder denken es. Oder sitzen am Steuer und haben noch viel schönere Begriffe. Das ist ja sowieso für Katholiken der Platz des letzten Gerichtes hinter dem Steuer. Mit der Hand an der Gangschaltung. Dann steigt das in uns auf und wir lassen dem Raum. Und schon ist es passiert. Und schon ist es wieder zu spät.
Wir sind wieder mitten in der Sklaverei angekommen. Gefangene Sklaven unserer Leidenschaften. Und das könnte man für viele andere Bereiche so sagen. Aber dieser Punkt, weil er heute Abend so gut zum Evangelium passt, ist so wichtig, dass wir ihn mitnehmen und diese Woche einmal einüben. Dem Zorn keinen Raum geben. Den Zorn zurückweisen. Und in der Spur dessen zu leben, der Sanftmütigste war, der von sich sagt, seht, ich bin sanftmütig und demütig von Herzen. Und ihr werdet Ruhe finden für euer Leben, für eure Seele. Und jene Freiheit, von der Paulus spricht.